Jetzt haben wir hier von Crispy Rob mal wieder den absoluten Entertainment X Bildungskontent und zwar heißt das Video Wir trinken das Alphabet. Was uns da erwartet? Keine Ahnung. Bin ich gespannt drauf. Kein bisschen. Will ich es mir eigentlich angucken? Nein. Möchte ich damit nur Zeit überbrücken bis zum Fortnite-Turnier? Absolut. Wollen wir jetzt anfangen? Perfekt. Halte ich mein Maul? Ich halte mein Maul. Let's fucking go. Auf geht's. Yo, Leute, und herzlich Crispy Cock. Nice. Und rein. Willkommen zu einem neuen Video und Freunde, heute wird es anders, denn wir sitzen seit einigen Wochen in der Quarantäne fest und wir haben eh nichts zu tun und wir hatten eine richtig dumme Idee und zwar trinken wir heute einmal das Alphabet. Ja, weil jeder weiß, Alphabet kann man sehr gut trinken. Villa der Liebe kommt noch. Wie auch immer das funktionieren soll. Im Endeffekt haben wir hier eine Schüssel mit den einzelnen Buchstaben. Jeder von uns zieht jeweils einen Zettel, bis jeder einen hat. Und dann gibt es Runden, wo wir uns durch das Alphabet trinken. Das klingt wie gemacht. Ich kann mir auch nichts darunter vorstellen. Aber gibt es nur leckere Sachen? Wahrscheinlich nicht. Smiley, nein. Nein, Smiley, du dummes Stück Scheiße, nein. Wahrscheinlich wird es viel zum Saufen geben, deswegen, Freunde, schon mal vorab, geht verantwortungsvoll damit um. Wir tun es nämlich nicht. Aber drauf, Quarantäne, alle Regeln sind eh aktuell ein bisschen anders. Genau, man kann ja jetzt wegen Quarantäne auch morgens um 8 Uhr anfangen zu trinken. Oder? Dementsprechend, let's go. Von Anfang? Ja, zuerst. Kanalpunkte werden noch geändert, ja. Ich habe so ein merkwürdiges Gefühl bei dieser Folge. Fang an, Digga, komm. Ja. Alles egal. Bitte was Gutes. Aber man weiß es nicht. N. Aber N? Hä? Nee. N. Hä? Ach so, du N. Hast ein Z, Bruder. Das ist ein N. So. Lost die mal. Das Z. Ich habe ein E. Warte mal, was gibt's denn mit Z? Tzatziki oder gibt was? Es überhaupt was zu trinken mit Z? Lass uns überraschen. Keine Ahnung. Für mich geht's nicht gut aus. Energy Drink würde mir jetzt einfallen. Auch. Oder Eistee. Eistee, aber ja. Aber was ist jetzt Z? Zitronensaft. Oh, Zitronensaft oder so. Was könnte N sein? Nagetierpisse. Nagetierpisse ist N. Nürnberger okay. Klötze. Bitte was Gutes. Bitte, Universum. Verschone mich. Oh. Das sieht nicht schlecht aus. Das ist nicht schlecht aus. Nesquik, Zitronensaft. Ich wusste es. Eistee. Also ganz ehrlich, ein Lippen-Sparkling und ein Kakao, da kann man sich wirklich nicht beschweren. Voll. Aber kriege ich... Zitronensaft geht auch voll klar. Geht wirklich. Oder zwei Bier mit Z, ja. Ich auch Milch oder esse ich Kakao? Bruder, ein bisschen Wasser. Das ist ja doch nicht geil. Ich dachte, das wäre was Gutes. Kakaopulver mit Wasser? Geht das überhaupt? Das trinkt man in Shots, oder? Das ist doch ungesund. Alles, was ja, man kann die Buchstaben nicht sehen. Ich sage euch einfach, was Dima für einen Buchstaben hat. Ist egal. Hier war jetzt ein Shot von und ansonsten ein Glas. Deswegen, das zersetzt meine Mathe, glaube ich. Sonst. Ey, ich bin so glücklich über diese Mal. Ja, ich auch. Ich bin sehr glücklich. Ich habe jetzt mal, no joke, haben die irgendeine Milch? Ja, komm. Ich glaube... Kakao mit Wasser? Ja, mit Wasser geht's auch. Wenn du so einem Automaten Kakao kaufst, kommt da voll oft heißes Wasser und Kakao rein. Ja. Stimmt. Ja, aber kein Kakao. Bruder, ich kann den Muster nur Kakao mit Wasser. Aber manchmal ab, ohne krieg ich das zu genau. Nee. Okay, ja, Freunde, auf euch würde ich sagen. Auf Zitronenstärke. Was war das für eine Frau? Warum, was macht die da? Was soll das? Wer war das? Bitte antworten schnell. Alles okay? Alter! Das ist sehr hart. Das ist die Säure! Oh Gott, wenn ich's mach! Also durch meine Nase durch, glaube ich. Es brennt unnormal. Was für Simp. Was soll die Scheiße? Bist du zufrieden? Lippen-Sparkling ist Hammer, ey. Ja, das schmeckt halt nicht mal nach Kakao. Meine Zähne fühlen sich an wie nach diesem Center Shop Video. Das ist so komplett dieses Trockene, wenn du das quietscht, wenn du die Zähne drüber reibst, das quietscht. Nächste Runde, weiter geht's. Bitte, Universum, verschone mich, wieso machst du das? Runde Nummer 2, let's go. Bitte. Ha. Oh mein Gott, warte, wieso bin ich so aufgeregt? Ha-Milch? Ich weiß nicht, ha. Himbeersirup, haltbare Vollmilch, Handtuchschweiß. A ist Ananassaft, ganz klar. Wenn Schmerz dich stoppt, ja. Voltaren Dolo wirkt schnell, stoppt den Schmerz. A, Ananassaft? Ananassaft, ja, das könnte sein. Oder Apfelsine. Was hast du? C, Cola. C ist Cola, safe, ja. Dima C. Hoffentlich nicht nochmal Zitrone auf Englisch geschrieben. Okay. Ah! Wie sehe ich das? Aloe Vera? Medikament, oder? Aloe Vera Trinkgel, natürlich. Das ist das Erste, was mir bei A als Getränk einfällt.
Ganz klar. Sonnenmittel oder was? So. Wenn du einen Sonnenbrand hast, dann machst du das auf deiner Haut. Aber da steht ja Trinkgel. Ist das wirklich zum Trinken? Ja, ja. Trinkt ihm so. Digga, die vergiften den armen Jungen wieder komplett. Oh was? Natürlich. Das ist vegan. Gesund. Das ist gesund. Dann ist es gut. Okay. Oh, er könnte auch Corona bekommen. Also das Bier. Ah. Was ist das? Hagebuttentee. Kann das nicht? Doch, Digga, den kennst du. Buttertee. Digga, Hagebuttentee. Buttertee. Lost. Aber guck mal, da kommt ein C. Leute, Corona-Teil. Ich brauch das auch gerade, wirklich. Wow, alles man klar. Sieht den. Tatsächlich in Corona, not bad. Die Erfahrung ist da, ne? Das ist lecker. Nee, das ist doch voll geil, oder? Alle, ist das nicht lecker? Nein? Okay, never mind. Das ist die Hustensaft, Freunde. Na, Parodie. Lange nicht mehr so einen Tee getrunken. Den kenne ich noch von damals. Oh, das brennt im Hals. Als ob. Ja, das ist irgendwie komisch. Ganz komisch. Ja, Bro, das wird nicht gesund sein. Oh, ich habe Gänsehaut. Das ist ganz seltsam im Hals. Danke, Oliver. Das habe ich gebraucht gerade. Auch wenn das Bier gerade nicht das beste Image hat, finde ich, schmeckt sehr gut. Die haben sogar Umsatzverluste gemacht, ne? Richtig traurig eigentlich. Fabi Gamer Klumpi, dankeschön, Some Kind of Hope, dankeschön für die Subs. Gar nichts dafür. Ist echt lecker. Okay, kommen wir zur nächsten Runde. Oh, ich sollte das öfter trinken, das erhöht die Hautfeuchtigkeit. Runde Nummer 3. Oh, ich nehme immer viel zu viele Zettel mit meinen Fettfingern, Digga. Oh, oh. G. O. P, O und G. Pock. Poggers. Dima kriegt Penissaft, Crispy Rob Orangensaft und Smiley kriegt Granatsplitter zum Trinken. Ich bekomme immer mehr Angst, je länger das Spiel dauert. Oh, Orangensaft. Orangensaft. Oh, das wäre nochmal. Was ist ich habe Paulana. Das wird nur eine Bierfolge, glaube ich. Bruder, Pfeffi. Das kann man doch nicht trinken, oder? Pfeffi, Digga, das ist Schnaps. Das Uso? Erste Mund Wasser zum Trinken. Gin? Gin? Einfach alle drei Alkohol. Ja, moin, rein in die Olga. Uso? G gleich Gift. Der kriegt einfach ein Glas Gift und stirbt. Das war's dann. Liegt der da einfach tot rum. Mega geiles Format, Crispy Rob. Crispy Knock, Alter. Crispy Cock. So voll jetzt schon, Digga. Aber schon ein ganzes Glas. Jungs, das ist auch Alkohol. Ja. Das ist Alkohol mit 18%. Ja, das ist Crispy, Digga. Jägermeister! Das ist alles Alkohol. Nein, ja, wir haben alles Alkohol. Leute, ja. Da müsst ihr wirklich einen Groß hier raus. Boah, Uso geht voll klar, finde ich. Aber ich habe letztens Iraki getrunken. Blah, Digga, Raki. Safe. Will jemand eine Ansprache machen, so wie bei Samstagabends an so einem russischen Tisch? Hand aufs Herz. Okay. Jungs, es ist mir eine Ehre, mit euch zusammen in diesem Haus zu wohnen, auch wenn es meine hier gar nicht wohnt. Aber in letzter Zeit ist das mal so. Ich liebe euch und ich trinke diese grüne Grütze auf euch. Auf dich, Dima. Auf dich, Dima. Und rein. Das ist definitiv nicht zu schocken. Okay. Das geht nicht. Ich finde diese Lakritznote zum Schuss nicht schlecht, aber wow. Das schmeckt wirklich wie das, was man nach Zähneputzen benutzt. Ich glaube, sie hat einfach Probleme beim Umsatz. Wir haben das jetzt überlegt, als Alkohol zu verkaufen. Ist aber voll nice, dass sie es in so einer Listerineflasche jetzt machen, vom Design her. Keine Ahnung, ich hasse das Zeug. Das ist normal, hat auch Alkohol. Ich bleib bei Corona, glaube ich lieber. Der Shot hat mir gereicht. Alles klar, nächste Runde, Freunde. Es wird halt gefühlt mehr nur Digga, danke schön. Kuh? Kuh ist ganz klar QDH, der Drink von Mero, der aus gekauften schwieriges Thema. Das ist ein Getränk mit Kuh? Quarksaft. Ah, ja. Quarksaft, natürlich, klar. Natürlich, Quallensaft. Natürlich, klar. Quallensaft. Der gute Quallensaft. Quecksilber. Der trinkt einfach die ganze Zeit nur Gift, der Smiley. Das wäre so geil. Das ist wahrscheinlich. Das ist Quarkgetränk. M. Q, M und B. M ist wahrscheinlich. B ist auf jeden Fall ganz klar Bier. Und M ist natürlich Margarinensirup. Der gute alte. Wahrscheinlich McDonald's-Soße. Mandelmilch. Oh, das Rätsel ist aber schwer zu lösen. Können wir ihm dabei helfen, das Rätsel zu lösen? Nein. Ich wäre nicht schlecht, aber ja. Ist, und B steht für Birnensaft. Bitte Birnensaft. Oh. Birnensaft, Alter. Digga, nein. Warum? Crispy Rob hat nur nice Sachen bis jetzt. Was soll das? Fucking Rob immer die richtig geilen Sachen. Hä? Warum? Quark kann man doch nicht trinken, Alter. Getränke mit Kuh, Digga. Da muss ich jetzt einmal googeln. Hätte er Moloko bekommen können. Scheiße, ey. Warte mal. Getränke mit... Ja, hier, Quittensaft oder so ein Scheiß oder weiß ich nicht, hier Quali, ja? Oder
Queen's Arbor, ein Rotwein oder, ne? Gibt viele Möglichkeiten. Quark, Alter, dumm. Hä? Das ist doch kein Getränk. Das zweite Wasser ist eigentlich kein Getränk. Aber natürlich. Wollen wir kurz dran drüber reden? Immer. Brottrunk, bah, das ist so eklig, das ist so widerlich. Du weißt, was dich erwartet. Freunde, Brottrunk gehört zu den top ekelhaftesten Sachen überhaupt. Ja, womit habe ich das verdient? Das ist schon das dritte. Was ist nochmal Brottrunk? Was ist da nochmal drin? Ich habe das auch schon mal getrunken, aber was ist da nochmal drin? Das ist so tammeklig, Mann. Eklig in dieser Runde. Digga. Egal, da steht, dass es gesund ist und nämlich B12 hat. Und das ist ein Vitamin, wenn du kein Fleisch isst. Da ist doch nicht einfach Brot drinne. Das ist... Fresse, Mann, da ist doch nicht einfach Brot drin, Chat. Da ist nicht einfach. Das ist doch kein Brot. Kotze. Schimmelbrot aus dem Mixer. Ich frag hier gar nichts mehr. Dann ist B12 sehr wichtig. Also, das schmeckt wie. Ist da wirklich Brot drin? Kann man Brot. Also, malzig schmeckt das so. Ja, ich war. Ja, es könnte hinkommen. Ja, macht Sinn. Ey, ich versuche das schön zu reden. Du machst es nicht kaputt. Digga, kann ich ein bisschen dann Salz haben? Da kann ich mir so Selfmade da reinmachen. Ein Like für diese Menge, Alter. Warte, boah. Lass mich nur dran riechen. Boah, wenn ich einen Schluck davon jetzt machen würde, käme alles wieder hoch, was ich gerade eben das hoch hätte. Ich kann das nicht. Da ist LSD drin, auf safe. Das soll gern probieren, Bruder. Nein, auf gar keinen Fall. Gut, das weg von mir. Bitte lass mich nicht kotzen. Universum, sei bei mir. Hä, meins sieht aus wie Ayran jetzt mal, no joke. Lieber, du fängst schon an. Ich muss das dahinter mit dem Ring, ich kann nicht warten. Gelber Monster kannte ich auch noch nicht, ist okay. Das schmeckt wirklich wie Urin, was man so tagelang in der Sonne stehen lassen hat. Nicht das. Sehr spezifisch, Bro. Ich wüsste, wie sowas schmeckt. Ich hatte echt bisher noch Glück, muss ich sagen. Ja, du hattest echt schon zwei richtig gute Dinge, die ich gerne gehabt hätte. Ich glaube, ich pack das nicht. Alles gut, Leute, mit die Wissenschaft. Da hatte sich ein Stückchen noch nicht aufgelöst. Alles klar, Freunde. Ich würde sagen, welche Runde haben wir jetzt gleich? Runde Nummer 4 schon oder 5? Die letzte, oder? Weiter geht's. Ich habe alles Mögliche drin gerade in meinem Bauch. Dieses Grüne, das Gelbe, Corona. Das war bis jetzt wirklich das Beste. Leute, hate Corona nicht. Ihr wisst nicht, was es sonst alles gibt auf der Welt. Ist echt so. Die mal schon wieder randbesoffen, Alter. Beispiel Brottrunk. Alter, schmeckt wie Eis an diesem Brottrunk. K. Was könnte K sein? K ist natürlich ganz klar Ketamin. Smiley kriegt jetzt erstmal schön 2 Liter Ketamin und dann ist der erstmal weg für 3-4 Jahre. F. Fanta? Kacka. Es ist einfach nur Kacka. Ja, Fanta wird K wie Kiba. Kirschsaft. Ja. Kirschsaft, ja. Bitte. X kann ich gut. Oh, X ist natürlich Xylophonsäure. Die ist ganz lecker. X kann nicht sein. Was ist na, wobei, X? Gibt's was mit X? Was ist X? Ich kenn kein Getränk mit X. Nein. Oh, das Suxu. Suxu wieder Suff, Alter, natürlich, klar. Oh, Erdbeerleim. Ich kenn das, das ist echt okay. Ich kenn kein Getränk mit X. Ich kenn das. Oh, das ist schon gut. Klosterfrau Melissengeist, natürlich, klar. Was auch sonst. Das ist so ein Beruhigungs-. Ich dachte, ich krieg das Kölsch für das K. Ist, das kriegt man zum Einschlafen, kennst du? Ach, Frühkölsch. Digga. Der kriegt nur geile Sachen, der Chrissy Rob. Deswegen das F, verstehe. Ich Moment. Dachte, ich krieg das Köln für K. Es muss raus. Entschuldigung. Hä, ist das? Huch. Hustensaft? Das ist aus dem Ball. Oh, mit dem Schottglas. Alter, Köftespieß, lecker. Uns hat ein Schottglas gewinnt. Ist Klosterfrau Melissengeist nicht sowas, wo im Altenheim so Alkoholkranke die ganze Zeit trinken und sagen, ich brauch mal Medizin? Ist das nicht so ein Ding? Jetzt haben wir endlich 3 Schottglas. Oh, das ist ganz eklig. Das ist, damit du besser schläfst, Bruder. Zum Öffnen. Köftesaft. Hawal ohne reden, bitte. Oh, das riecht ganz eklig. Zeig mal. Erinnert mich an meine Kindheit. Wie, das erinnert dich an deine Kindheit? Warum erinnert dich das? Smiley, haben deine Eltern damals Warum erinnert dich das an deine Kindheit? Ich finde, das riecht ganz schlimm. Das freut dich nach Karneval. Wieso auch immer. So schlimm, ich kenne das. Was trinkst du an Karneval? Ich weiß nicht. Irgendein Grund hat mich gerade an Karneval erinnert. Das riecht auch nach Karneval. Bis zum Rand mit Wasser füllen und dann auffüllen. Upsala. Passt schon. Mama, falls du zukommst, ich trinke sonst nicht so viel Alkohol. Nicht, dass du ein falsches Bild von mir hast. Natürlich, klar. Bis zum Rand. Wieso mach ich bis zum Rand? Perfekt. Das war's an der Stelle mal wieder komplett. Sehr viel Mobile Games Werbung in letzter Zeit. Mobilhit 2019. Du weißt, dass du das gleich wieder austrinken musst. Mein ganzer Mund brennt, was ist das? Das ist Ketamin, Smiley. Was ist das für ein Gefühl? Der arme Junge muss nur Gift trinken, Alter, wirklich. Ich kenne es nicht. Ist doch locker mal so 90% Alkohol drin, oder? Kann schon sein. Also ich bin schon gut. 79%. Deswegen trinkt man das. Das kann man nicht. Deswegen hat das so
gebracht. Das ist Jägermeister. Digga, einen Sipp noch, einen Sipp. Warum das? Ein klein. Digga, der Arme, der ist morgen einfach blind, der wacht auf ohne Augenlicht. Mama. Sade Baufu. Leute, es ist so warm, vielleicht sollt ihr das Hemd nicht anziehen. Digga, so sieht auf jeden Fall die erste Stufe von einem Schlaganfall aus. Sind wir überhaupt schon bei der Hälfte angekommen? Ich glaube, wir sind jetzt gerade bei der Hälfte. Weiter geht's, Freunde. Der riecht es auch, Alter. Ey, ich bin echt besoffen. Dieses Zeug gerade war doll. Ich mag das Spiel. Was kann man denn noch im Alphabet? Allein das Alphabet zu essen wäre auch interessant. Oh, Freunde, ja. Sollen wir das Alphabet mal essen? Oder mach doch mal, wir ficken das Alphabet. Ja, dumme Idee. Essen, dann schreibt es in die Kommentare. Das wäre witzig. Ah ja, wir sollen sehen. Ich Dima ist wirklich raus, Alter. Der ist so besoffen. Das vergeht doch. Ich dachte so, gleich kommen die Getränke. Der arme Alter, Crispy Drop von zwei Degenerates umgeben, die einfach komplett besoffen sind. Denke so von alleine nach hier. Wenn das Quecksilber kickt, aua. L, was könnte L sein? Uiuiui, bitte. L ist natürlich ganz klar Luchspisse. Mhm. Oder Lönisol-Salbe. Keine Ahnung, ob es das überhaupt gibt. Bitte, V. Einer besoffen, der andere vergiftet. V. Wodka. Wodka. Ja, Wodka. Ja, es ist Wodka. Tee ist wahrscheinlich Tee, oder? Nee, Tee ist tatsächlich Teer. Du trinkst einfach jetzt Teer. Terpentin. Gute, leckere Terpentin. Lungensäure. Ah ja. Tee. Oh nein. Lithium, Digga. Der trinkt einfach Lithium. Das, was ich für Tee kriege. Oh. LSD. Tilidin, der kriegt einfach Tilidin. Leber und Gallentee. Leber und Gallentee. Oh, Tabasco. Berti. Diese Tabasco. Folge ist gar nicht bei mir, ne? Ich werde nicht verschont. Alter. Ah, der riecht aber gut, der Leber. Ja. Oh, oder Lean, natürlich auch möglich. Lehm geht natürlich auch. Klar, der könnte sich hier alles reinballern, ne? Liebestrank. Lebertran. Bah, Leute, Lebertran. Auch noch ein Shot davon? Der riecht top, Digga. Der riecht wirklich so Pfefferminztee. Leute, ich werde es nicht überlesen. Darf ich mir einen Schuss in meinen Tee machen? Digga, beruhig dich. Smiley, auch wenn es nicht umsonst ist, das Saufen, entspann dich mal bitte, okay? Es ist immer noch Kinderunterhaltung hier. Warte, kann ich auch. Jungs, ist genug, oder? Digga, Dima, was ist denn mit dir? Du bist ja komplett krank. Ich soll mich beruhigen, aber du willst nachtrinken. Oh Mann. Was ist die Nummer vom Krankenmagen? Mein Wodka-Shot hat mehr nach Uso geschmeckt als nach Wodka. Alter, oh, wieso? Okay, Dima. Ja, noch fragen, das ist mein Motor, Alter. Oh, da tropft unten noch Zuzu raus. Tabasco-Shot mit Leber und Gallentee nachtrinken. Ich glaube. Ah ja, es gibt ja Mexikaner, diesen Schnaps, wo so. Was ist das? Tabasco? Und dazu ist dann so Tomatensaft und dann ist da Tequila drin. Mega geil, Alter. Habe ich an Karneval von mal gekotzt. Ich dachte, ich könnte Feuer speien, aber es war einfach nur Blut, was ich gekotzt habe, glaube ich. Oder Tomatensaft, ich kann es nicht mehr sagen. Sowas hat es in der Geschichte der Menschen noch nicht gegeben. Applaus für dich. Es wird noch nie in der Geschichte der Menschheit jemanden gegeben haben, wo jemand einen Shot Tabasco getrunken hat. Das ist wirklich, also da muss man ganz ehrlich sagen, stark. Okay, weiter geht's. Oh. Bitte was Leckeres, bitte. Oh. J haben wir. J. D. Nani? D ist Dicksaft. Dicksaft vom Dick. J ist Jagertee. D. Duslöscher, oder? Duslöscher. Oh, du kriegst nur die leckeren Sachen. Wenn, aber was könnte J sein? Jägermeister. Ja. Jägermeister, natürlich, klar. Safe. Jägermeister. Jägermeister! W ist natürlich ganz klar Wichse. Der gute Hengi, Alter. Oh. Digga, Smiley versteht den Sinn. Es geht nicht darum, besoffen zu sein, Bro. Du hast die dazu. Es ist ein schlechtes Zeichen, dass das W noch nicht da ist. Whiskas Katzenmilch. Ist das legal? Ist das für Katzen? Ja. Ich hab schon. Nee, das heißt Whiskas Katzenmilch, weil es für Kleinkinder ist, du Degenerate. Auch schon mal getrunken ist. Von Katzen für Katzen? Von Katzen. Bah, ist das aus. Ist, nein, das ist von Kühen für Katzen. Oder? Das ist ja nicht die Milch aus Katzenzitzen. What the fuck, Alter? Wow, ey, Durstlöcher für sich, ne? Katzenmilch. Seit der 6. Klasse einer meiner Lieblingsgetränke. Boah, ich hoffe, das ist cool für euch, wenn ich das im Shot trinke, okay? Es riecht wie Muttermilch irgendwie, glaube ich. Ja. Es riecht wie Muttermilch, glaube ich. Dima, ganz seltsamer Fetisch. Da, das Gesicht, da ist da jemand auf jeden Fall auf seltsamen Partys in Berlin unterwegs gewesen. Ja, Freunde, auf die Zukunft. Dima,
Dieser starrende Blick in die Kamera macht's nicht besser. Zukunft. Hoffentlich haben wir eine Zukunft. Das schmeckt gar nicht mal so schlecht. Das schmeckt so komisch. Dima, du hast... Smiley. Auf alles. Infinity wohl, danke für deinen Euro, Bro. Smiley, dass ich nebenan auf jeden Fall den kompletten Jäger am Rhein zimmern, Digga, Ehre. Echt heute. Dima, der Muttermilch-sippende Boss. Kein guten Tag. Nee, irgendwie, das Universum möchte mir etwas mitteilen. Okay, Freunde, es bleibt spannend. 2 Runden noch. Oh, echt? Easy game, das schaffe ich. I? Bitte gib ihm was Leckeres. Bitte irgendwas schon bei I, nicht nur I. I ist Ibuprofen, ganz klar, Ibuprofen. I ist also leid. U ist natürlich Urin, klar. I-U-S-L. Es ist natürlich Sex, Wasser, Sexsekret, Sexschleim. Sexschleim. Sex. Sex. Dima trinkt einfach ein Glas Sex. Oh. Uran. Das wäre so geil, wenn Smiley immer irgendwelche giftigen Sachen trinken müsste. Oh, ich hab eine Vermutung. Ganz ehrlich. Sauerkrautsaft. Oh nein! Saufen! Underberg ist so ein Untergetränk. Das ist einfach, also das ist wirklich nur Silizium, ja wahrscheinlich, Alter. Das, also Underberg oder Unterberg oder wie es heißt, Underberg, Underberg, keine Ahnung. Das ist wirklich einfach nur ein Schmutzgesurf, ehrlich jetzt. Nachdem man schon alles konsumiert hat, ist das Leckere von allem. Ich schwöre, von allen Dingen, die heute da waren, Sauerkrautsaft, das Schlimmste. Nein, Sauerkrautsaft ist überhaupt nicht schlimm, Digga, überhaupt nicht. Bist du, kennst du nicht diese Kinder, wo... In der Kantine, wenn es so Sauerkraut gibt, dann kommt dieses eine Kind und fragt, kann ich den Rest aus der Tüte trinken vom Sauerkraut? Nein? Nein? Niemand? Alter, komm. Was soll der Geil? Ich kann das nicht. Boah, so ein ganz Glas oder... Oh. Ich finde auch, das Allerschlimmste an diesem Saft ist der Mundgeruch danach. Der Mundgeruch ist wirklich anders. Ich habe dieses Unterberg noch nie getrunken. Ist gleich Ulodag. Oh, Ulodag, Mashallah, Liebe. Ja. Ich bin so... Diese Runde haben wir alle was Schlechtes, ne? Ich scheiß auf alles. Nee. Ingwer-Shot finde ich eigentlich ganz ehrlich gesagt nice, muss ich ehrlich sagen, finde ich nice. Ich will nicht mehr. Underberg ist wirklich eklig, Alter. Da ist auf jeden Fall das Gesicht eines Mannes, der komplett wieder enttäuscht worden ist. Zu sehen. Das schmeckt nochmal wie Klosterfrau. Man kann es auch positiv sehen. Sauerkrautsaft ist gut für den Magen, wegen der Bakterien. Digga, Dimas labert sich einfach alles schön. Du hast so eine Giftpleuroid getrunken, Dima, da ist nichts gut für den Magen. Dima, bitte red nicht so viel. Boah, okay, wir haben fast das Alphabet durch. Also wir haben noch... Ja, trinken und der Gewinner muss nicht trinken. Ja, okay, ja. Okay, komm. Oh mein Gott. Dima darf zuerst. Er sucht das was ein. Alter, vor Schönheit. Ich habe beide genommen. Ich sage... Y? R. Bitte mal Baba sagen. Bitte. Oh. Danke. Nein! Universum, danke. Red Bull. Ehre. Nein, noch mehr Alkohol! Jenny Raki. Bah, hab ich auch zu Hause. Ich finde Raki so eklig. Jenny Raki. Ich hab so viel gesoffen. Jenny Raki. Lecker. Leute, ich liebe Red Bull. Danke an dieser Stelle. No Placement. Danke Universum, dass du wenigstens bei der letzten Runde. Ich war schon. Boah. Komm, Freunde. Ex, oder? Das ist schon ungefähr ein Shot, oder? Ja, komm, Freunde, auf ein witziges Video. Nick Walm, Digga, dankeschön. Dankeschön für den Zap. Das ist so befriedigend gerade. Danke. Jenny Raki wird gerne in der Türkei getrunken. Ja, und nicht von mir. Ich finde den auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ich finde den sehr schlecht, wirklich. Uso hat einen Geschmack, Jenny Raki... Fühle ich nicht, nee, mag ich nicht. Ja. Wie viel Alkohol die haben, ja, das ist wahrscheinlich nicht alles. Christy Rob, der hatte einen Weinkellergebäude voller Wein und Alkohol. Aber ich habe halt 5 verschiedene Alkoholsorten getrunken. So sieht das aus, wenn man einmal versucht, das Alphabet zu trinken. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt das mit einem Daumen nach oben. Lasst mir ein Abo da, aktiviert die Glocke, schaut auf jeden Fall auch bei Smiley und bei Mint vorbei. Da gibt es auch jeweils ein neues Video. Alles. Und ja, vielen Dank fürs Mitmachen, Freunde. Ja, knuspriger Robert auf jeden Fall an der Stelle hier wieder am besten weggekommen. Nur geile Sachen bekommen. Seine Mitbewohner, der eine nur Gift, der andere nur Plüre getrunken. Mega nice. Top. Klar, immer wieder gerne. Hat Spaß gemacht. Was war so das Beste? Ganze Milch, glaube ich. Ganze Milch ist nicht zu toppen. Ich bin echt noch sehr gut davon gekommen. Jägermeister war das Beste. Ist ja klar, Jägermeister, Leute. Trinken wir noch einen? Okay. Auf. Y gleich mein Jarak, den kann er austrinken.
Doubt it, Bro. Unsere Zuschauer, oder? Komm. Ich hab... Alter, Smiley, du hast wirklich ein Problem. Wo säuft der daraus? Ist das einfach eine... Ist das... Ist, ach, sorry, manchmal kannst du mixen. Ja. Komm, lass Katzen mich und Jägermeister. Digga, denen ist ja auch alles egal. Die werden sich danach so noch die Kante gegeben haben, die drei. Bah, Alter. Die Farbe. Oh. Okay, mit Ansage. Freunde, auf dass wir alle in diesen harten Zeiten gesund und munter bleiben. Auf euch. Digga. Boah, das hat nach ganz vielen verschiedenen Alkoholsorten geschmeckt. Digga, absolut ekelhaft.